Rick Future, Podcast Nummer 26. Mein Name ist Sven Matthias und das sind die Themen. Wir reden über unsere letzten und kommenden Veröffentlichungen rund um Rick Future. Wer hätte das gedacht? Und natürlich haben wir auch wieder eine Wikipedia für euch. Dieses Mal geht es um die Trinoctari. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Rick Future Podcast Nummer 26. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein bisschen über das zu erzählen, was sich seit dem letzten Podcast getan hat und was sich demnächst für euch tut. Wir haben im Januar ein neues Hörspiel für euch veröffentlicht, nämlich die Second Edition von Episode 7, die fünfte Prüfung, und damit die erste Staffel Second Editions abgeschlossen. Das heißt, Staffel 1 von Folge 1 bis Episode 7 steht für euch final in der definitiven Version zum kostenlosen Download über unsere Homepage zur Verfügung. Da sind wir echt sehr froh drüber und freuen uns natürlich, wenn ihr viel Spaß mit unserer Serie und Rick Future habt. Und ja, das könnt ihr jetzt jedenfalls in dieser Version herunterladen. Auf Golvonia spitzt sich die Situation unaufhaltsam zu. Wagdreck! Schubert, was soll das denn jetzt? Was willst du in dem alten Gebäude? Letreus, wir sind Knochen! Jetzt wissen wir, wer die Besucher waren. Rick ist in ernsthaften Schwierigkeiten. In 2 Tagen wird das Urteil vollstreckt. Du wirst öffentlich enthauptet. Der Konflikt mit dem Völkerbund droht zu eskalieren. Wir werden die Rebellion gnadenlos zerschmettern und auch vor einem Krieg mit den Faudianern nicht zurückschrecken. Und auf der Jagd nach dem legendären Eiswurm... Was war das? ...erkennen Schubert und Letrius... Komm nur her! ...die wahre Natur ihres Auftrages. Das könnt ihr nicht mit mir machen, hört ihr? Das zahle ich dir heim, du mieser Dreckskerl! Raffinierte kleine Würmer. Wer bist du? Erfüllt mich mit Stolz, Söhne. Rick Future. Episode 7. Die fünfte Prüfung. Vor einigen Wochen haben wir dazu, was heißt vor einigen Wochen, vor einigen Tagen haben wir für euch dazu auch noch den Soundtrack veröffentlicht von Tim Gößler, den Soundtrack zu den Episoden 6 und 7, den ihr ebenfalls auf unserer Homepage zum kostenlosen Bing 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 Download finden könnt. Wir haben dazu eine Extended Version bereitgestellt, denn wir möchten gerne unseren Supportern, also Leuten, die in diesem Jahr irgendwas für uns gespendet haben, ein kleines Dankeschön geben. Auf der Extended Version befinden sich 3 zusätzliche Titel. 2 davon sind Stücke, die es im Hörspiel selber gar nicht gibt. Wichtig ist, dass ihr dafür bitte in diesem Jahr gespendet habt und nicht irgendwann mal vor ein paar Jahren, sondern wir machen das immer jährlich. Wer in diesem Jahr für uns gespendet hat, der kriegt von uns eine Mail mit einem kleinen Download-Link als Dankeschön, wir haben dich lieb und das schenken wir dir noch dazu. So wollen wir das. So einfach ist das. Ansonsten freuen wir uns über jede Spende. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das sage ich jetzt mal ganz ernst. Und ganz besonders auch an unsere regelmäßigen Spender. Wir haben viele Leute, die regelmäßig einen Beitrag für uns spenden. Dafür auch herzlichen, herzlichen Dank. Wir hoffen, dass wir euch mit Rick Future auch das geben können, was euch Spaß macht. Und freuen uns, dass ihr unsere Arbeit so wertschätzt, dass ihr uns bei der Produktion und der Finanzierung des ganzen Projektes, dass wir euch ja praktisch zum größten Teil schenken, dass ihr uns dabei helfen wollt. Und das war eigentlich alles, was jetzt unsere letzten Veröffentlichungen angeht. Jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Wir veröffentlichen nämlich jetzt von Podcast-Erscheinungsdatum her nächsten Dienstag, den 24.02.2015, Episode 8, Cassandras Geheimnis in der Second Edition. Und damit starten wir die Second Editions der 2. Staffel. Dazu liefere ich euch jetzt erstmal den Trailer zu dieser Folge. Rick, Hubert, Efi und ihr neuer Begleiter Garlin. Ach, ich finde es immer wieder spannend, einen neuen Planeten zu entdecken. Wir werden schon unseren Spaß haben. Erreichen den Planeten Liberty. Slikonianer. Galten sie nicht eigentlich als ausgestorben? Wer hätte das gedacht? Schweigt! Und kommt mit uns. Nett. Eine gespenstische Welt, erfüllt von toxischen Stürmen. Was den Bewohnern Libertys wohl widerfahren ist. Rick erhofft sich, hier Cassandra zu finden. Ich habe eine Verabredung mit deinem Boss. Sie? Sag ihm, Cassandra ist da. Doch kaum auf Liberty angekommen, geraten sie mit skrupellosen Raumpiraten aneinander. Wir haben ein weiteres Raumschiff in der Umlaufbahn des Planeten entdeckt. Für die Garlin kein Unbekannter ist. Das ist ein Schiff der Maifa-Schwestern. Üble Zwillinge, das kann ich euch sagen. Was können die hier wollen? Ob das irgendwas mit Cassandra zu tun hat? Rick Future. Episode 8.
Cassandras Geheimnis. Demnächst in eurer Galaxie Rick Future Episode 8 in der Second Edition Cassandras Geheimnis auf unserer Homepage zum kostenlosen Download. Jetzt möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, kurz zu erklären, was es mit den Second Editions der zweiten Staffel auf sich hat. Denn viele fragen sich jetzt, Moment mal, haben die nicht gesagt, die Second Editions der ersten Staffel sind abgeschlossen? Wollten die jetzt nicht irgendwie mal mit Staffel 4 anfangen? Kann es nicht endlich einmal eine neue Rick Future Folge geben? Ja, verstehen wir. Wird es auch geben. Es ist nicht so, dass wir nicht daran arbeiten würden. Aber wir möchten unglaublich gerne dieses ganze Projekt Second Editions abschließen, ehe wir euch Folge 19 bringen. Denn es ist für euch und für uns frustrierend, wenn wir Folge 19 euch anbieten und dann plötzlich Folge 8 oder 9 in der Second Edition und ihr wollt eigentlich, und glaubt mir, das wollt ihr, nach Folge 19 wissen, was in Folge 20 passiert. Das wäre für euch ja ein bisschen frustrierend, das wollen wir euch ersparen, das wollen wir uns ersparen und deswegen machen wir dieses Projekt jetzt zu Ende, egal wie heiß wir selber darauf sind, Folge 19 rauszubringen, denn glaubt uns, das sind wir. Wir haben gestern ein Meeting gehabt und nochmal über einige Dinge bezüglich Staffel 4 gesprochen und mein Gott, wir können es wirklich nicht abwarten, euch diese Staffel zu präsentieren. Wird der Brüller. Müsst ihr haben. Müsst ihr runterladen. Kriegt ihr geschenkt von uns. Also was wollt ihr? Das kommt auf jeden Fall auch noch demnächst. Jetzt aber erst die Second Editions der zweiten Staffel. Die dritte Staffel wird auch neue Cover bekommen. Das ist nämlich wichtig, damit das Ganze auch schön einheitlich aussieht. Aber keine Second Editions. Wir sind ja nicht verrückt, ne? Also irgendwann ist auch mal genug. Und dann müsst ihr einfach nur nochmal die Sachen runterladen, weil wir dann noch so unglaublich schöne neue Cover von Colin M. Winkler bekommen, die ihr dann in Staffel 3 findet. Und wir werden, ich habe ein bisschen geflunkert, wir werden doch was überarbeiten, nämlich den Abspann. Aber ich glaube, das verzeiht ihr uns, ne? Also im Hörspiel selber wird es aber nichts geben, woran wir großartig rumbasteln oder so. Das versprechen wir euch. Da sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir zu der Zeit geliefert haben und wollen da nicht nochmal beigehen. Irgendwann ist es ja auch mal gut, ne? Also da haben die Jungs lange genug Second Editions gemacht, verstehen wir, wenn ihr das denkt, sehen wir auch so und dann ist es auch vorbei. Aber Staffel 2, wie gesagt, da gehen wir nochmal ran, da muss nochmal alles durchgestanden werden und dann produzieren wir nach vorne. Folge 19 kommt. Titel sage ich euch übrigens auch bald mal, aber jetzt noch nicht so, weil wir gemein sind. Und jetzt machen wir weiter mit etwas, das ihr in jedem Rick Future Podcast findet und das ist die Rickipedia. Future. Die Wikipedia ist ja unser unser Lexikon, das euch erzählt, was es mit bestimmten Spezies, Planeten, Konstellationen und überhaupt Begebenheiten im Rick Future Universum auf sich hat. Das wollen wir euch gerne näher bringen und da das Rick Future Universum nicht gerade ein kleines Universum ist, wollen wir euch da ab und zu mal erzählen, was es mit der und der und der und der Sache auf sich hat. Dieses Mal gucken wir uns unsere hübschen Dreieuglein an, nämlich die Trinoctari und die sind ja schon öfters mal in Rick Future erwähnt worden. Ihr kennt sie sicherlich, wenn ihr aufmerksame Hörer seid und ich weiß, das seid ihr. Dann findet ihr auf jeden Fall auch etwas dazu und die heutige Wikipedia erzählt euch, was es mit den Jungs eigentlich auf sich hat und den Mädels so. Also überhaupt der ganzen Spezies. Das findet ihr jetzt in dieser Wikipedia. Gelesen wird sie wie immer von Tim Gößler und geschrieben hat sie fast wie immer Dane Rahlmeier. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Wikipedia. Die Trinoctari. Die Trinoctari waren ursprünglich auf dem Planeten Ictriban beheimatet. Einer Welt mit ausgedehnten Wüstenregionen, gelegen in der nördlichen Peripherie der Galaxis. Der Planet lag inmitten einer sogenannten toten Zone, sprich einem Gebiet abseits sämtlicher bedeutender Sternwege, was erklärt, warum sich die Existenz von Ictriban so lange der pangalaktischen Gemeinschaft entziehen konnte. Die Trinoctari sind die einzige überlebende Spezies ihrer Welt. Quasi humanoide Säuger mit haarloser Haut in den verschiedensten Schattierungen von Grau. Wobei auch weiß und fast schwarz als Färbungen möglich, jedoch eher ungewöhnlich sind. Die Hände der Trinoctari weisen jeweils 4 Finger und 2 Daumen auf, was ihnen eine große manuelle Geschicklichkeit verleiht. Ihr Mund, die Ohren und die Nasenlöcher wirken fast wie Schlitze in ihrer dicken, ledrigen Haut. Ihr weithin bekanntestes körperliches Merkmal sind ihre Augen. Trinoctari verfügen über 3 rot leuchtende, pupillenlose Augen. 2 davon sind ähnlich denen der Menschen angeordnet. Ein drittes befindet sich in der Mitte ihrer glatten Stirn. Xenobiologen vermuten, dass die Vorfahren der Trinoctari,
bevor sie sich zu Zweibeinern entwickelten, dieses dritte Auge auf der Spitze ihres Kopfes trugen, ähnlich dem Scheitelauge terranischer Brückenechsen, jedoch sehr viel höher entwickelt. Dieses zusätzliche himmelwärts gerichtete Sehorgan bot einen enormen evolutionären Vorteil, da es auf Yggdriban eine Vielzahl fliegender Raubtiere gab, die Jagd auf die Proto-Trinoctari machten. Im Laufe der Jahrmillionen wanderte dieses dritte Auge schließlich stirnwärts, wobei es allerdings auch an Leistungsfähigkeit einbüßte und heute das schwächste der drei Sehorgane ist. Die heiße, trockene Umwelt ihres Heimatplaneten hat die Trinoctari körperlich abgehärtet. Sie kommen mit einem Minimum an Feuchtigkeit aus und können Fett in ihren Körpern speichern, um Wochen oder sogar Monate davon zu zehren, auch wenn dies heutzutage nur sehr selten nötig ist. Die Trinoctari hatten auf ihrer Heimatwelt niemals eine technisierte Kultur hervorgebracht, was nicht zuletzt an den geringen Metallvorkommen von Yggdriban lag. Von ihrer frühen Geschichte ist kaum etwas überliefert, abgesehen von dem wohl einschneidendsten Ereignis, das sich vor gut 1500 Standardjahren zutrug. Zu dieser Zeit wurde Yggdriban von den Varian entdeckt, einer Spezies, die durch den Handel mit verbotener Biotechnologie bekannt geworden war. Die Varian befanden sich damals in einem Konflikt mit benachbarten Spezies, der als der Vier-Systeme-Krieg bekannt wurde. Für diesen Krieg benötigten sie eine beträchtliche Anzahl von Soldaten. Zu diesem Zweck entführten sie unzählige Trinoctari von ihrer Heimatwelt. Mittels Biomodifikationen verliehen sie ihnen eine größere Muskelmasse und erhöhte Reflexe. Zusätzlich steigerten sie mit psychotropen Drogen ihre Loyalität und Aggression und verwandelten sie in willenlose Kampfmaschinen. Im Laufe der folgenden Jahre starben Millionen von Trinoctari als billiges Kanonenfutter, während die Varian immer weitere ihrer Artgenossen von Yggdriban entführten und zu Kriegern umfunktionierten. Doch ihr Nachschub geriet ins Stocken, als die Feinde der Varian eines ihrer Sklavenschiffe bis nach Yggdriban verfolgten und die Planetenoberfläche zu Schlacke zerbombten. Kurz danach, gut 15 Standardjahre nach Beginn des Konflikts, intervenierte der Intergalaktische Sicherheitsdienst im Vier-Systeme-Krieg und beendete die Kampfhandlungen. Die Varian wurden wegen ihrer Kriegsverbrechen geächtet und verbannt, während die überlebenden Trinoctari als Kriegsopfer anerkannt und für unschuldig befunden wurden. Der Intergalaktische Völkerbund versprach ihnen Amnestie sowie die Aussicht, sich als Mitgliedsspezies auf Welten des Bundes ansiedeln zu dürfen. Vorausgesetzt, die Trinoctari erklärten sich zu einer radikalen Umerziehung bereit. Die Trinoctari, von denen zu diesem Zeitpunkt nur weniger als 300 Millionen existierten, erklärten sich mit den Bedingungen einverstanden und begannen einen kalten Entzug der Soldatendroge. Ein Schritt, der weitere Hunderttausende von ihnen das Leben oder den Verstand kostete. Von denjenigen, die den Entzug überstanden, schworen viele jeglicher Gewalt für immer ab. Ein Wesenszug, den sie auch an ihre Nachfahren weitergaben. Viele Trinoctari entdeckten auch die Religion für sich. Tatsächlich wurden viele ihrer großen Glaubensgemeinschaften zu dieser Zeit gegründet. Auch Jahrhunderte später machten sich auffallend viele Trinoctari als spirituelle Führer einen Namen, wie beispielsweise Urulai II., zeitweiliges Oberhaupt der transgalaktischen Kirche. Allerdings gelang es nicht allen Angehörigen ihres Volkes, nach all den Jahren des Krieges, dem Kämpfen abzuschwören. Einige dieser Hardliner fanden sich zu Söldnergruppen und Militärunternehmen zusammen, wie die auch heute noch bekannte Bruderschaft der Messer oder die Freien Krieger von Yggdriban und die Drashadi Corporation, die immer wieder wegen Übergriffen auf Zivilisten in Verruf geraten ist. Heutzutage gibt es etwa 2,5 Milliarden Trinoctari innerhalb der galaktischen Gemeinschaft. Sie leben zusammen mit anderen Spezies auf deren Heimatwelten oder in autarken Raumhabitaten. Sie haben das Sklavendasein ihrer Vorfahren niemals vergessen.
Und das war der 26. Rick Future Podcast. Wir hören uns bald wieder mit Ausgabe, tja, jetzt ratet mal, 27. Und da haben wir wieder viele spannende Neuigkeiten für euch zu Rick Future. Ich vermute mal, das wird so ungefähr vor der Veröffentlichung von Folge 9 in der Second Edition passieren. Bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Fansein, fürs Hören und so weiter. Wir wünschen euch nach wie vor viel Spaß mit Rick Future. We'll be right back.